Servus Leute, willkommen zurück zu Mass Effect. Wir haben letztes Mal mit Saren gesprochen. Ich nehme an, dass es Saren ist. Und ja, irgendwie das, was er sagt, klingt einleuchtend. Wo ist er denn? Wow. Ich renne genau rein. Achso, da oben fliegt er rum. Und ich treffe ihn irgendwie nicht. Wo ist er denn jetzt? Da. Saren! Verrecke! Falsche Taste! Egal, wenn ich immer dabei bin. Vielleicht kann ich was machen. Ah, seine Schilde sind weg. Was macht er da? Irgendwas, scheißegal was. Ashley verloren. Das ist eine Katastrophe. Warum konnten wir sie nicht retten? Williams kannte die Risiken. Sie hat ihr Leben für unseres geopfert. Aber warum ich? Warum nicht sie? Sie trifft keine Schuld, Alenko. Ich musste eine Wahl treffen und ich habe mich für sie entschieden. Aber wenn ich meinen Job besser gemacht hätte, wäre diese Entscheidung vielleicht nicht nötig gewesen. Es war nicht ihre Schuld und es war nicht meine Schuld. Dafür ist ganz allein Saren verantwortlich. Ja, Ma'am. Wir kümmern uns darum. Commander, entschuldigen Sie die Störung, aber ich möchte etwas vorschlagen. Ich denke, dass der Sender, den Sie in Sarens Basis gefunden haben, dem Sender von Eden Prime ähnlich ist. Vielleicht haben Sie noch mehr Teile Ihrer Vision empfangen. Ich könnte Ihnen helfen, all diese Teile zusammenzusetzen. Dann wollen Sie wieder unser beider Bewusstsein verbinden? Na gut, nur zu. Entspannen Sie sich, Commander. Umarmen Sie die Ewigkeit. Unglaublich. Ich hätte nicht erwartet, dass die Bilder so real sein würden, so intensiv. Ich brauche etwas Zeit, um mich zu sammeln. Konnten Sie etwas aus den Visionen herauslesen? Es ist ein Notruf. Eine Warnung, die durch das ganze Proteanische Reich gesendet wurde. Eine Warnung vor den Reapern. Aber sie kam zu spät. Was ist mit der Röhre? Es gab noch andere Bilder. Orte. Orte, die ich von meiner Forschung her kenne. Eilos. Die Röhre ist auf Eilos. Deswegen musste Saren das Mu-Portal finden. Das ist der einzige Weg, um nach Eilos zu gelangen. Wir müssen nach Eilos.
Keine Chance. Das Mu-Portal befindet sich mitten im Terminus-System. Allianzschiffe sind dort nicht willkommen. Spectres allerdings auch nicht. Die Röhre ist auf Ilos. Dorthin ist Saren unterwegs. Und dort werde ich bereits auf ihn warten. Sarens ganze Flotte wird im Orbit von Ilos warten. Ohne Verstärkung kommen sie niemals auf die Oberfläche. Sie müssen den Rat benachrichtigen. Wir brauchen eine Flotte, um... Oh... Tut mir leid. Diese Verbindung ist sehr anstrengend. Ich sollte mich auf die Krankenstation begeben und mich etwas hinlegen. Dr. Chakwas sollte sie besser untersuchen. Das ist nicht nötig. Ich brauche nur etwas Ruhe. Etwas Stille. Wir sind hier fertig. Wegtreten. Commander, in diesem Sektor gibt es eine Kombarke. Ich kann uns da einloggen, wenn Sie einen Bericht an den Zitadellrat senden wollen. Wir könnten Sie vor der Sovereign warnen. Loggen Sie uns ein, Joker. Sie müssen es erfahren. Übermittlung gestartet. Commander Shepard, es freut mich sehr, dass Ihre Mission auf Würmeyer ein Erfolg war. Saren ist schon ohne die Unterstützung einer Armee Kroganer ein harter Gegner. Die Kroganer hätten sich in den Dienst der Sovereign gestellt. Sie gehört zu den Reapern. Ja, wir haben davon in Ihrem Bericht gelesen. Die Sovereign. Eine bewusstseinsfähige Maschine. Eine echte künstliche Intelligenz. Das sind beunruhigende Nachrichten, falls sie korrekt sein sollten. Die Sovereign ist ein Reaper. Saren hat es zugegeben. Er spielt mit Ihnen, Shepard. Saren hat immer noch Kontakt zur Zitadelle. Vielleicht hat er Ihre früheren Berichte gesehen, in denen Sie von den Visionen berichtet haben. Und von den Reaper. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Saren falsche Informationen nutzt, um sie aus der Fassung zu bringen. Unser Geheimdienst hat keinerlei Informationen gefunden, die diese These belegen. Früher oder später werden Sie glauben müssen, was ich sage, Botschafter. Versuchen Sie, es aus unserem Blickwinkel herauszusehen, Commander. Saren ist eine Bedrohung, die wir kennen. Diese Reaper aber existieren nur in ihren Visionen. Unsere Entscheidungen betreffen das Leben von Billionen. Wir können nicht gemäß den Anschuldigungen einer einzigen Person handeln. Auch nicht, wenn diese Person ein Spectre ist. Wir brauchen fundierte Beweise. Der Rat kann in diesem Fall kein offizielles Vorgehen veranlassen. Für solche Fälle haben wir die Spectres gegründet. Sie haben die Autorität, nach ihrem eigenen Ermessen zu handeln. Wenn Sie glauben, dass die Sovereign die wahrhafte Bedrohung ist, dann leiten Sie alle Schritte ein, um sie aufzuhalten. Und Saren. Viel Glück, Commander. Wir alle vertrauen Ihnen. Dann ist dieser Rat in die Scheiße. Na gut, was soll's. Jedenfalls, erste Hilfe für mich. Ja. Yes. Waffe? Nee. Und ich weiß nicht, ob die Cutscene gerade vorhin im Kampf mit Saren, ob die... Da seht ihr! Irgendwie ist das Spiel voller Fehler, keine Ahnung warum. Das war auch schon mal am Ende eines anderen Parts, wo ich auf Valdis oder wie der Planet nochmal hieß war. Jedenfalls, ich weiß nicht, ob das Spiel, ob die Cutscene tatsächlich so sein sollte, gerade eben mit Saren, oder ob das wieder irgendwie fehlerhaft war. Ich habe mittlerweile keine Ahnung mehr. So, ein Wettlauf gegen die Zeit. Den Hauptbericht erstatten habe ich. Vor ihrer Auslöschung waren die Rachni eine immense Bedrohung für alle. Ja, das will ich jetzt nicht hören. Dreschlunde sind und als die Menschen die geht, sind ein Humanoides. Okay, das kann man sich alles anhören. Als die Ursprungswelt der Krogana, die Volus, nachdem. Ja, habe ich jetzt genutzt. Ich weiß nur, wo muss ich jetzt hin? Ich habe das Missionsupdate an die Zitadelle übermittelt, Commander. Sie haben uns die Verstärkungen bestätigt. Botschafter Udina wartet auf der Zitadelle auf unseren Bericht. Der Rat stellt eine große völkerübergreifende Flotte gegen Saren und die geht zusammen. Ich wusste, dass Sie reagieren würden. Zurück zur Zitadelle, Joker. Ich will, dass die Normandy die diese Flotte anführt. Ja, Ma'am.
Gute Arbeit, Shepard. Dank Ihnen geht der Rat endlich wirklich gegen Saren vor. Der Botschafter hat recht. Wenn Saren dumm genug ist, die Zitadelle anzugreifen, wie Sie meinen, werden wir dort auf ihn warten. Wir stationieren Patrouillen bei jedem Massenportal, das die Zitadelle mit den Terminus-Systemen verbindet. Wie viele Schiffe senden Sie aus, um Ailos anzugreifen? Ailos ist nur vom Mu-Portal aus zu erreichen. Tief in den Terminus-Systemen, Commander. Wenn wir eine Flotte reinschicken, wird es auf Krieg hinauslaufen. Commander, wir müssen Diskretion bewahren. Sarens größte Waffe war Geheimhaltung. Entdeckt ist er keine Gefahr mehr. Es ist vorbei. Sovereign ist die wahre Bedrohung. Saren dient nur den Reapern. Sie sind der Einzige, der die Reaper gesehen hat. Und dann auch nur in Visionen. Wir greifen die Terminus-Systeme doch nicht wegen eines Traums an. Geheimhaltung ist nicht gerade seine stärkste Waffe. Die Röhre schon. Saren ist großartig im Manipulieren. Die Röhre ist nur eine Ablenkung von seinem wahren Plan, die Zitadelle anzugreifen. Wenn Saren die Röhre findet, sind wir alle erledigt. Wir müssen nach Ailos. Botschafter Udina, ich habe das Gefühl, Commander Shepard will noch nicht aufgeben. Das hier hat ernste politische Auswirkungen, Shepard. Die Menschheit hat durch Sie viel gewonnen. Aber jetzt werden Sie langsam zu einem Problem. Sie Mistkerl, Sie wollen uns verraten. Reine Taktik, Commander. Sie haben Ihre Arbeit gemacht, jetzt lassen Sie mich meine tun. Wir haben alle Primärsysteme der Normandie ausgeschaltet. Sie bleiben bis auf Weiteres am Boden. Sind Sie verrückt? Nach allem, was ich getan habe, glauben Sie mir immer noch nicht? Ich glaube, es wird Zeit, dass Sie und Ihr Team hier verschwinden, Commander. Das geht Sie nichts mehr an. Der Rat wird sich darum kümmern. Mit meiner Hilfe, selbstverständlich. Commander, ich habe eine Nachricht von Captain Anderson für Sie. Spionieren Sie mir nach, Joker? Nein, Ma'am. Ich wusste nur, dass Sie auf dem Schiff sind und wollte Ihnen diese Nachricht überbringen. Der Captain möchte Sie im Flux treffen. Das ist dieser Club unten in den Zivilbezirken. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Ja, die Leute spinnen mal wieder hier im Rad. Und irgendwie das Spiel, es baut sich die ganze Zeit immer wieder auf. Ja, es ist eigentlich... Keine Ahnung warum. Ist das Spiel zu aufwendig oder haben sie nicht wirklich hinbekommen? Aus welchem Jahr ist denn Mass Effect 1? 2007, glaube ich. Ich glaube, Halo 3 gab es da auch schon. Jedenfalls gab es Halo Reach 2010, das weiß ich. Gründung der proteanischen Kultur muss Ihnen das hier wie eine Prüfung vorkommen, Liara. Unsere jetzigen Reisen unterscheiden sich von meinen normalen Ausgaben. Ah ja, die Textstelle kenne ich schon. Jedenfalls Halo Reach kam 2010 und Mass Effect 2 ist auch 2010, das weiß ich. Weil in YouTube Games wird es eben angezeigt, dass Mass Effect 2 2010 ist. Mass Effect 1 ist 2007. Halo 3 ist, glaube ich, entweder 2007 oder 2008. Ich weiß es jetzt nicht. Aber Halo 3 ist bei weitem grafisch besser als das hier. Und hat keine irgendwie Ladeprobleme oder Texturprobleme. Das ist irgendwie doof. So, Präsidium. Wo soll dieser Club sein? Mit Anderson treffen. Fluxbar. In den Bezirken. Ah, gut. So. Ich dachte, ich kill Sarus, dann ist alles vorbei und perfekt, aber nö. Ah. Bist du der, den ich suche? Hätten Sie einen kurzen Augenblick Zeit für mich? Soldat, ich habe ein ziemlich großes Problem und ich brauche Hilfe von jemandem, der die Interessen der Menschen vertritt.
Die korrekte Anrede lautet Commander. Was wollen Sie? Natürlich, immer gleich zur Sache. Darum hat die Menschheit auch die beste Flotte in der Galaxie. Mein Name ist Elias Kieler. Ich bin ein Abgesandter der Allianz. Wir werden in Kürze ein bedeutendes Treffen mit den Salarianern abhalten. Sie können sich kaum vorstellen, was dabei auf dem Spiel steht. Ich kämpfe genauso wie Sie für die gesamte Menschheit. Ich kann mich nicht erinnern, Sie mitten im Kampfgetümmel gegen die Geth auf Eden Prime gesehen zu haben. Ich bin zwar nicht an der Frontlinie, aber ich sorge dafür, dass uns nicht alle Jobs von den Aliens genommen werden. Ich brauche jede Hilfe, die ich kriegen kann, besonders aber ein bestimmtes Mentalstimulans. Es ist legal, aber die Abgabe pro Person ist limitiert. Ich habe meine Monatsration schon verbraucht und brauche jetzt mehr von der Krankenstation. Kieler, Sie haben ein Problem. Sie brauchen Behandlung. Von außen mag das vielleicht so aussehen, aber das hier ist nur eine Ausnahmesituation. Alle Top-Verhandlungsführer nehmen diese Stimulanz, immer am Rande der Legalität. So geht das Spiel nun einmal. Es werden wohl nicht alle Top-Verhandlungsführer um Hilfe bitten, mehr Stimulanzien als erlaubt zu bekommen, Kieler. Vielleicht haben Sie recht. Ich wollte der Menschheit dienen und habe mich selbst dabei überschätzt. Also wird dies das letzte Mal sein, dass ich das Stimulanz nehme. Wenn der Deal abgeschlossen ist, begebe ich mich in Behandlung. Keine Geschäftsverhandlung ist es wert, sein Leben zu riskieren. Vergessen Sie es und holen Sie sich Hilfe. Sie verstehen es einfach nicht. Die Menschheit braucht mich und ich brauche das Stimulanz. Ohne es werde ich... Ich bin so verwirrt. Ich werde ohne das Stimulanz immer so müde. Ich brauche nur noch einen Schub davon. Es ist keine Schande, ein Problem zu haben, aber Sie brauchen eine Behandlung. Sie haben recht. Ich werde meinen Assistenten informieren. In diesem Zustand kann ich nicht arbeiten. Ich werde mir helfen lassen. Aber so weit hätte es nicht kommen dürfen. Toll, einfach ein Drogenabhängiger. Sie sollten vorsichtiger sein, wem Sie das erzählen. Was? Jeder wird es wissen. Mir sind die Hände gebrochen. Ich bin gerade sehr beschäftigt. Was kann ich für Sie tun? Was haben Sie mit dem Volus besprochen? Mit Doran? Ich habe ihn nur etwas wegen meiner Schwester gefragt. Sie hat für Doran gearbeitet, bevor sie... Ich wollte sie nicht mit meinen Problemen langweilen. Ich möchte hören, was Sie zu sagen haben. Gut, okay. Meine Schwester hat hier gekündigt, um in Koras Nest zu arbeiten. Das Problem ist, dass sie als Informantin für die Zitadell-Sicherheit arbeitet. Sie wissen schon, die Leute dort ein bisschen aushorchen. Wenn sie herausfinden, was sie da tut, werden sie töten. Als Informant lebt man gefährlich. Das habe ich ihr auch gesagt. Ich weiß nicht. Manchmal glaube ich, sie bleibt nur da, um mich zu ärgern. Kennen Sie Ihren Kontaktmann bei der Zitadell-Sicherheit? Nein, das ist alles streng geheim. Das letzte Mal sagte man mir, ich soll mich raushalten, um Jenna nicht zu gefährden. Vielleicht kann ich ihr klar machen, wie gefährlich Koras Nest ist. Würden Sie das? Das wäre toll. Aber sagen Sie ihr nicht, dass ich sie schicke. Ich sollte wieder an die Arbeit gehen, sonst kriege ich noch Ärger. Danke. Ja, aber tut mir leid, ich werde trotzdem nicht mit ihr reden. Ja, ich glaube, in den Tippen muss ich reden. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind, Shepard. Ich habe gehört, was passiert ist. Sie haben mich von der Mission ausgeschlossen, so wie man sie zwang, die Normandy aufzugeben. Ich weiß, es tut mir leid. Ich wollte sie warnen, aber ich konnte sie vor dem Andocken nicht mehr benachrichtigen. Ich weiß, dass sie jetzt sauer sind, aber sie können nicht aufgeben. Sie denken alle darüber nach, aber wir wissen beide, dass es das nicht ist. Sie müssen nach Ailos. Sie müssen Saren davon abhalten, die Röhre zu benutzen. Es gibt nur ein Schiff, das mich unbemerkt in die Terminus-Systeme bringen kann, und das ist am Boden. Die Zitadell-Kontrollen haben alle Systeme der Normandy ausgeschaltet. Aber wenn wir uns über die Befehle des Botschafters hinwegsetzen, können wir die Normandy wieder online bringen. Sie können in den Terminus-Systemen sein, bevor überhaupt jemand bemerkt, dass sie weg sind. Wenn wir die Normandy klauen, bleiben Sie zurück. Und wenn Saren die Röhre findet, wird Leben, so wie wir es kennen, nicht mehr existieren. Die Reaper werden uns vernichten. Menschen, Asari, jeden.
Sie sind der Einzige, der ihn aufhalten kann, Shepard. Ich werde also alles tun, was in meiner Macht steht, um euch auf die Normandie zu bringen und weg von dieser Station. Das werde ich nicht vergessen, Captain. Ich verspreche es. Ich kann die Normandie von einer der Konsolen im Zitadell-Kontrollzentrum aus aufschließen. Sie werden ein paar Minuten Zeit haben, bevor irgendjemand was bemerkt. Das ist ein eingegrenztes Gebiet, das von bewaffneten Wachen patrouilliert wird. Wie kommen Sie da rein? Überlassen Sie das mir. Sorgen Sie einfach dafür, dass Sie auf der Normandie sind, wenn die Systeme wieder online sind. Es muss einen besseren Weg geben. Botschafter Udina hat den Lockdown-Befehl gegeben. Wenn ich in den Computer in seinem Büro komme, kann ich ihn vielleicht außer Kraft setzen. Er wird nicht einfach daneben stehen und zusehen, wie Sie seinen Computer benutzen. Er wird hoffentlich nicht da sein. Wenn doch, werde ich mir eben was einfallen lassen. Der Botschafter wird das nicht verzeihen, Captain. Sie werden des Verrats angeklagt, wegen Kapitalverbrechens. Wir haben nicht viele Möglichkeiten. Entweder ich stehle mich in den Computer des Botschafters, oder ich versuche, an den Patrouillen in der Zitadellkontrolle vorbeizukommen. Es ist Ihre Entscheidung, Captain. Ich breche in das Büro des Botschafters ein. Er hat dem Ganzen eine persönliche Note verpasst. Commander, sind Sie soweit, dass wir uns von dieser Station davonmachen können? Kann losgehen. Ich übernehme die Verriegelung. Sie gehen runter zur Normandie und sagen Joker, er soll sich bereithalten. Okay, ja, das machen wir am besten. Ich stehe. Ich bin hier richtig. Schon komisch, dass hier am Anfang ein Drogendealer steht. So, wo war nochmal die Normandie? Hier nicht. Ups. Wobei, kann ja auch nicht schauen, dann kann ich gleich gucken, wo genau die Normandie steht. Die Normandie ist irgendwo. Schön, dass ich die Karte nicht ändern kann. Koras Nest. Ja, da könnte ich hin und die Frau da ansprechen, aber nö. Sorry, aber das Spiel interessiert mich mittlerweile sehr, sehr wenig. Ich will es einfach nur so schnell wie möglich beendet haben. Der Rest ist mir gerade egal. Ich weiß, klingt ein bisschen böse, aber ich will nicht noch mehr über das Spiel haten. Wobei das ja gar kein richtiger Hate ist, das ist mehr Desinteresse. Exogeny-Vertreter haben die Schließung ihrer Forschungskolonie auf Pharos angekündigt. Aufgrund schwieriger Lebensbedingungen sowie mangelnder bedeutender Entdeckungen war der Fortbestand der Kolonie wirtschaftlich nicht mehr tragbar. Nach der Ankündigung stiegen die Aktien von Exogeny und die Investoren zeigten sich erfreut über die guten Neuigkeiten. Ja, wie auch immer. Ich werde jetzt gleich den Part beenden. Jetzt gerade der Fahrstuhl angekommen ist. Sondern es kommt eine Cutscene, das wäre natürlich blöd, aber was soll ich machen? Ich habe echt keine Ahnung, wie Schmacki das Spiel so gut finden kann. Ich weiß es wirklich nicht. Ich meine, er macht mehr. Also, oh, ich kann wieder speichern. Danke, Spiel. Das werde ich im Hirnschnitt machen, das war ein Messeffekt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss.